Die Welt im Bund. Vielfältig, einschmeichelnd, oft überwältigend. Was für Naturwissenschaftler nur ein subjektiver Sinneseindruck verschiedener Lichtspektren ist, bezeichnen andere ganz einfach als Geschenk Gottes. Klar ist, ohne Farbe wäre das Leben ziemlich eintönig. Womit wir bei Andrea Dreselli wären, denn sie bringt die Farbe in das Leben zurück. Die Textilkünstlerin, die seit rund 4 Jahrzehnten bei Pöttmes lebt, kreiert aus zunächst weißem Garn unzählige Variationen. In einem alten Waschzuber in ihrem Garten entsteht so aus eigenen Farbmischungen der Grundstoff für ihre Kunstwerke. Einmal ist man ja von Farben umgeben, das heißt, der Eindruck, den ich wiedergeben will, hat eine Farbe, und dann ist es auch, hat es natürlich ganz viel auch mit Gefühl zu tun. Also es gibt eine Stimmung, und ich weiß inzwischen, nach so vielen Jahren, weiß ich auch, mit welcher Farbe ich welche Botschaft rüberbringen kann. Am Webstuhl im Dachgeschoss ihres Hauses entsteht dann aus Wollknäueln Kunst. Eine Kunst, die in vielen Kirchen im Bistum Augsburg zu sehen ist, sei es als Wandteppich oder als liturgisches Gewand. Und so entstand die Idee für die Ausstellung. Ich wollte gerne in Augsburg eine Ausstellung konzipieren, die mehrere Orte miteinander verbindet. Und jetzt arbeite ich seit vielen Jahren für die verschiedenen Kirchen, also katholisch, evangelisch, auch die altkatholische Kirche. Und ich dachte, das wäre eine gute Grundlage, um meine Arbeit mal übergreifend sichtbar zu machen. Und so sind die Kunstwerke, die als farblose Wollknäuel begonnen hatten, seit heute in 6 Augsburger Kirchen zu sehen. In jeder Kirche herrscht eine andere Farbe vor. Der Gedanke dahinter, in jeder Farbe ist Gottes Schöpfung zu sehen. In St. Jakob ist es die Farbe Blau, und rund um den tags zuvor gewebten Teppich entspinnt sich ein blaues Labyrinth. Im Augsburger Dom, der Kathedrale des Bistums, herrscht die Grundfarbe Weiß vor. Hier sind liturgische Gewänder zu sehen, die Andrea Dreselli schon vor Jahren für die Mitglieder des Domkapitels entworfen und gefertigt hat. Das Kloster St. Stephan, die zentrale Farbe hier, Rot. Zu sehen unter anderem eine Installation aus roten Fäden, die in die Kirche hineinführen und über den Leuchter mit der Osterkerze hinauf, sich bis zur Kirchendecke spannen und von dort weiter verbreiten. Weitere Werke sind in St. Thaddäus und dem Diakonissenhaus zu sehen. In der altkatholischen Kirche schließlich herrscht die Farbenvielfalt vor. Große Wandteppiche in Violett, in Grün, Rot und Weiß-Gelb. Und ein Teppich, der die Bandbreite aller Nuancen stimmungsvoll vereint. Farben sind eben doch mehr als ein physikalisches Phänomen. Klar kann man das naturwissenschaftlich erklären und über die Lichtbrechung und so weiter, aber ich denke, die Farbe ist so das, was uns in der Optik halt bewegt. Ja, und eine Farbe erzeugt Stimmung, und da kann ich was ausdrücken, da kann ich was wiedergeben, da kann ich was wahrnehmen. Und also es ist so wie in der Musik, die Töne sind es in der Optik die Farben, die halt Gefühle erzeugen. Die Ausstellung von Andrea Dreselli läuft noch bis zum 9. Juli. Ein Besuch lohnt.